Ich habe Freunde, eine beste Freundin, der ich alles erzählen kann. Echt? Cool, erzähl mal. Damit sie im Internet surfen kann. Ich bin glücklich. Wie es angefangen hat, weiß ich eigentlich gar nicht. Diese Schlampe. Hast du es letzte Woche Samstag mitbekommen, was passiert ist auf dieser Party? Die hat mit so vielen Jungs rumgemacht. So schlampig. Ja, das hat echt die ganze Stadt mitgekriegt. Das war so erbärmlich. Die hat sich an jeden rangemacht. Wie traut die sich eigentlich noch raus? Vor allem in die Schule. Sie ist ja die Schulschlampe. Also wenn ich für meinen Mobbingfall irgendwie ein Bild finden soll, eine Metapher, dann würde ich eben den Phönix wählen. Weil ich vorher, ja, ich würde mal sagen, ein relativ schöner Vogel war. Ich war sehr stolz, ich war selbstbewusst. Ich wusste auch, wo ich hingehöre und dass ich gut so bin, wie ich bin. Und man hat mich dazu gebracht, wirklich an mir zu zweifeln, langsam aber sicher meine Federn zu verlieren, abzustürzen, dann am Boden zu liegen und letztendlich zu einem Häufchen Asche zu werden. Und ich habe nicht gedacht, dass ich wieder aufstehen kann, dass ich irgendwann aus meinem Häufchen Asche rauskrabbeln und wieder fliegen lerne. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet, aber ich habe das geschafft, weil ich viel Hilfe hatte und meine Familie, die mich unterstützt hat und mir ganz, ganz viel Kraft und Liebe gegeben hat. Wenn wir davon ausgehen, dass es etwa 500.000 Mobbingopfer in Deutschland gibt, dann sind es 500.000 Familien, die betroffen sind. Das heißt, es betrifft Millionen von Menschen, die massiv leiden. Mobbing führt zu massiven Konsequenzen, psychosomatischen Erkrankungen, Suizidgedanken bis hin zum Suizid. Und gleichzeitig wird es bagatellisiert, oft. Habt doch nur Spaß gemacht. Jede kleinste einzelne Aktion ist für sich betrachtet vielleicht auch gar nicht so schlimm, sondern die Masse der kleinen Aktionen, die tagtäglich auf das Opfer einstürmt, führt zu diesen massiven Konsequenzen. Deshalb ist es wichtig, den Schülern diese Massivität, diese Gewalt vor Augen zu führen. Wenn wir uns jetzt dieses Ausmaß oder auch die Veränderungen des Mobbings eigentlich anschauen, dann sieht man einfach, dass Mobbing heute anders ist als früher. Das heißt, das, was früher in der Schule passiert ist, war auf den Schulhof oder auf die Klasse begrenzt. Das heißt, die Schüler wurden da im schlimmsten Fall Opfer vom Mobbing, aber blieben es da, konnten dann nach Hause gehen und hatten da auch eine gewisse Art Schutzraum. Das heißt, sie waren dann freier. Heute ist es so, dass es Mobbing mit nach Hause kommt. Denn über das Smartphone oder über das Laptop, das im Kinderzimmer steht, kommen natürlich die Täter ins Kinderzimmer. Das heißt also, wir haben auch von der Opferseite eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Mobbing-Situation, mit der wir heute umgehen müssen. Wenn man im gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen nach den Ursachen von Aggression und Gewalt schaut, dann kann man feststellen, dass es eigentlich zwei Hauptquellen gibt. Schmerzzufügung, Ausgrenzung und Demütigung ist nur eine der beiden Quellen, die zu Gewalt führen können. Die zweite Quelle ist die Suche nach Gemeinschaft. Das klingt jetzt erstmal komisch. Warum kann die Suche nach Gemeinschaft zu Gewalt führen? Man kann feststellen, dass junge Leute, aber auch Erwachsene, die wenig Gemeinschaft haben, wo die Familie nicht so richtig zusammenhält, wo man keinen Freundeskreis hat, solche jungen Menschen hungern nach Gemeinschaft.